Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich würde mich inzwischen eigentlich als aktiver Investor bezeichnen. Ja, das klingt ein bisschen hochtrabend, aber ich möchte dir das heute mal erklären, warum das so ist und warum ich Mut machen will, diesen Weg zu gehen. Ich habe in einem der letzten Videos ja schon so ein bisschen über diese zwei Formen des Investierens gesprochen. Einmal investieren aufgrund der Sicherheit oder des Sicherheitsaspekts und einmal mit dem Ziel der Freiheit. Und ich habe das Ganze am Cashflow-Quadrant von Kiyosaki gemacht, wo ich gesagt habe, dass alles, was auf der Seite ist hier, geht quasi um die Sicherheit. Oder da ist das Ziel häufig die Sicherheit. Und auf der Seite geht es eher um den Freiheitsgedanken. So, und das, was ich heute erzählen möchte, hat auch so ein bisschen was mit dem Quadranten zu tun, aber nur im Entferntesten. Weil ich bin ja selbstständig und ich habe mitbekommen, so über die letzten Monate und schon fast Jahre, dass sich das bei mir halt immer mehr verändert hat. Und das finde ich erstmal eine tolle Eigenschaft am Menschen, allgemein jetzt nicht auf mich bezogen, dass man als Mensch mit zusätzlichen Erfahrungen, die man macht, aber auch mit halt Wissen, was man durch Bücher oder wo auch immer herbekommt, quasi auch seine Meinung ändern kann, wenn man bereit ist, das zu machen. Da muss ich halt eingestehen, dass man halt vielleicht mal einen Fehler gemacht hat oder dass seine alte Sichtweise vielleicht ein bisschen überholt ist, aber wenn man dazu bereit ist, ist auf jeden Fall eine coole Sache. So habe ich zumindest für mich festgestellt, okay, bei mir ändert sich das eigentlich so ein bisschen, also meine Denkweise und wenn ich übers Investieren nachdenke, das ändert sich alles so ein bisschen. Und für mich ist das Investieren heute ja das A und O, es macht mir Spaß, ich lebe dafür, könnte ich inzwischen sagen, zumindest aktuell. Das ist die erste Sache, die ich sagen möchte. Und die zweite Sache, die ich sagen möchte, ist, ich werde jetzt in diesem Video wieder sehr negativ über thesaurierende ETFs sprechen und über diesen Gedanken, was die Sicherheit anbelangt. Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass ETFs, thesaurierende ETFs für die Altersvorsorge sehr sinnvoll sind und tausendmal sinnvoller sind als irgendwelche staatlichen Vorsorgeleistungen oder dass du irgendeinem Berater dein Geld in Rachen wirfst. Nein, ich glaube, dass allein die Tatsache, dass man Eigenverantwortung für sein Geld übernimmt, irgendwo dann auch für sein Leben, allein das rechtfertigt das quasi schon. Also ich möchte das nicht pauschal schlecht reden oder das irgendwie abwerten. Ganz im Gegenteil, ich möchte nur sagen, dass ich es ein bisschen anders mache. Und zwar, wie mache ich es denn? Ich habe halt angefangen, mich selber als Unternehmen zu betrachten. Nicht nur mein eigenes Unternehmen quasi betrachte ich als Unternehmen, sondern mich selber halt einfach auch. Und diese Herangehensweise hilft mir einfach sehr, ja. Und zwar, fangen wir an, wenn man ein Unternehmen analysiert, was schaut man sich meistens zuerst an? Okay, womit verdient das Unternehmen sein Geld? Okay, aber dann schaut man sich meistens als erstes die Bilanz an und die Bilanz ist halt immer so stichtagsbezogen. Man schaut sich oft auch noch die G&V an, da ist es nicht ganz so einfach zu mogeln. Also mal die Erlöse, die Kosten und so weiter kann man sich dort ja wirklich anschauen. So, deswegen schaut man sich diese beiden Dinge immer an. Und deswegen mache ich das jetzt auch mal. So eine ganz normale G&V ist normalerweise linke Seite, rechte Seite. Wir machen es jetzt mal übereinander, dass wir eins haben, wo halt unsere Einnahmen drin sind und eins, wo wir die Ausgaben haben. Ausgaben. So, und das ist quasi die G&V. Und dann gibt es noch die persönliche Bilanz, die man hat. Die packen wir hier unten ein. Die teilt sich halt wieder in eine rechte und linke Seite, eine Aktivseite und eine Passivseite. Hier haben wir die Assets, also die Vermögenswerte. Ich denke, mit Assets kann jeder was anfangen. Und auf der Seite haben wir die Verbindlichkeiten, die man so hat. Die Liabilities. So schön. Okay, fangen wir an. Was passiert am Monatsanfang? Wie ist der normale Verlauf, könnte man sagen? Na, man kriegt Geld, meistens als Arbeitnehmer oder halt irgendwelche Umsatzerlöse. Also man bekommt halt irgendwie Geld. So, was passiert dann der Reihe nach? Na, als erstes geht es hier runter, weil gerade als Arbeitnehmer, das kriegt man ja eigentlich gar nicht so richtig mit. Also man weiß es inzwischen natürlich, aber da gehen als erstes halt die ganzen Verbindlichkeiten ab, wie beispielsweise Steuern und die 7 Millionen Versicherungen, die man so hat, die auch Zwangsversicherungen sind. Also die gehen halt einfach ab. Also wir haben da zum Beispiel Steuern, Versicherungen, aber dann kommen halt auch so Sachen, das Auto muss abgezahlt werden. Also diese ganzen Verbindlichkeiten, die man hat. Und bei durchaus einigen Deutschen, allgemein vielen Menschen, ist es so, dass dann quasi auch noch die Schulden bezahlt werden müssen. Also Zinsen und Tilgung und sowas müssen halt bezahlt werden. Schreibt man einfach mal nur Schulden rein. Grundsätzlich sind es halt alles Verbindlichkeiten. Diese Verbindlichkeiten, ja, machen wir mal rot, nicht gut. So, aber viele Menschen, oder viele eher die Minderheit, aber es gibt durchaus Menschen und ich hoffe, dass einige von euch da dazugehören, haben halt auch schon sogenannte Assets, Vermögenswerte. Also zum Beispiel Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktien oder beispielsweise Immobilien. Aktien, die halt
Dividenden ausschütten oder Immobilien, die quasi Mieteinnahmen bringen. Und da ist es quasi so, dass das jetzt zwar erstmal abgeht, aber man bekommt dann, wenn man das die schwarze Linie jetzt als Geldfluss betrachtet, da bekommt man quasi auch noch ein bisschen Geld aus seinen Dividenden und seinen Immobilien. Und dann geht es zu den Ausgaben, die man halt sonst noch so hat. Also man lebt halt von irgendwas und irgendwann ist halt hier wieder Feierabend. Und dann geht das Ganze letztendlich wieder von vorne los. So, die Verbindlichkeiten sind rot und die Assets sind grün. So viel erstmal grundsätzlich dazu. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues für dich gewesen. Das ist jetzt auch relativ simpel. Aber jetzt gehen wir doch als Beispiel mal diesen thesaurierenden ETF-Sparplan durch. Nehmen wir an, du machst es jetzt genau so für die Altersvorsorge und schauen wir uns mal so eine Bilanz an mit so einem ETF-Sparplan. Was passiert, wenn du den besparst? Naja, auf der Aktivseite wird er quasi mehr. Also auf der linken Seite hast du die Verwendung des Kapitals quasi und auf der rechten Seite hast du die Herkunft des Kapitals. So, und woher hast du das Geld jetzt? Hast du es auf Pump dir irgendwo geholt? Ich hoffe natürlich nicht, sondern es ist dein Eigenkapital. Das heißt, wenn du jetzt 1 Million im Depot hast, dann hast du persönlich ein Eigenkapital, wenn man das bilanzieren würde, halt von 1 Million. Das ist eine super Sache, auf jeden Fall sehr genial. So, da ist jetzt auch nichts Schlechtes dran, aber ich möchte sagen, warum das für mich nicht in Frage kommt. Und zwar, für mich gibt es relativ simple Regel. Ich möchte, dass ich Monat für Monat mehr Geld in meiner Tasche habe. Ich möchte hier in die G&V gucken. Ich verdiene, was ich real im Monat zur Verfügung habe. Was macht jetzt diese Bilanz, was macht dieser thesaurierende ETF-Sparplan mit meiner G&V? Na, grundsätzlich ist der erst, also da passiert ja jetzt erstmal gar nichts, weil ich kriege ja nur Rückflüsse an Geld, wenn ich verkaufe. Aber das ist ja rentenmäßig in 40 Jahren angedacht, sage ich mal. Also auf jeden Fall auf der Asset-Seite Einnahmen passiert damit nicht viel. Aber Vorabsteuerpauschale bzw. halt die Thesaurierung muss ja auch in Teilen versteuert werden oder halt jetzt die Vorabsteuerpauschale. Das heißt, meine Steuerlast wird höher aufgrund des ETFs. Die Steuern werden höher. Und das ist für mich heute ein absolutes Knockout-Kriterium. Das ist für mich absoluter Eine Investition, wofür ich noch bezahlen muss laufend, ist für mich ein absolutes No-Go. Das ist sicherlich diskutabel. In meiner Denkweise heute, sage ich mal, geht das absolut gar nicht. Und zwar, alles, was ich an Assets, was ich an Geld investiere, möchte ich einen Rückfluss haben. So, und die Verbindlichkeiten sind alles Ausgaben und die müssen reduziert werden. Und zwar massiv. Das muss runter und das hier muss hoch. Und ich möchte auch so ein bisschen erklären, warum. Also zum einen, Cash is King, könnte man so relativ einfach sagen, aber ich möchte auch noch ein paar andere Beispiele nennen, warum es so ist. Und zwar folgendes Beispiel, ich investiere jetzt fleißig in meine ETF-Sparpläne, nehme an, ich würde das machen und ich hätte jetzt 1 Million Euro im Depot und ich schaffe es pro Monat 1.000 Euro zu investieren, weil ich bin Arbeitnehmer oder ich bin Unternehmer, wie auch immer. Ich schaffe halt ca. 1.000 Euro im Monat zu investieren und das habe ich mir vorgenommen, dass ich das bis zur Rente durchziehe. Jetzt bin ich kurz vorm Renteneintrittsalter und dann, nächste Great Depression, vielleicht mit 100 Jahre Verspätung, also 2030 circa, passiert dann was? Dass innerhalb von 4 Jahren mein Depot um 90% an Wert verliert. So, das heißt, aus meiner Million werden 100.000. Jetzt habe ich zwar vielleicht eine Cashquote gehabt, ich habe vielleicht sogar 10% gehabt, ja, wann hätte man die denn nachgeschossen? Wenn das 50% abgesagt wäre und dann geht es wieder eine Weile seitwärts, denkt man, jupp, jetzt vielleicht, aber ob man 4 Jahre durchhält, das glaube ich kaum. Nun aber die andere Herangehensweise, vielleicht habe ich nur 500.000 im Depot oder nur 300.000, aber ich verdiene inzwischen nicht nur durch Immobilien, sondern durch meine ganzen Investitionen, durch alle Assets, die ich in den Jahren, in meinem ganzen Leben quasi angesammelt habe. Ich habe halt einfach 2 oder sagen wir 5 oder vielleicht noch übertriebener 10.000 Euro im Monat zur Verfügung zum Investieren. Ich glaube, wenn man wirklich zeitig anfängt, sich mit verschiedenen Assetklassen zu beschäftigen, ist das durchaus realistisch und das nicht nur in ETFs investiert. Ich glaube, da gibt es dann durchaus Möglichkeiten, dass man auf solche Zahlen kommt. Das ist jetzt nicht irgendwie arg übertrieben, würde ich sagen. So. Wenn ich dann aber im Crash 5.000, 6.000, 10.000 Euro im Monat investiere, dann entsteht richtiges Vermögen. Also richtiges Vermögen. Aber dann kann man quasi real zu Wohlstand kommen. Und das war vielleicht ein bisschen schwammig formuliert, aber ich denke, es wird klar, was ich meine. Und ich glaube, das ist auch der Grund, also die Liquidität, die Flexibilität, die man eigentlich hat, wenn man einen hohen Cashflow hat. Das ist halt, ja, der Cashflow ist das Spannende. Schaut man sich diese großen Unternehmen doch heute mal an.
Apple, ich weiß nicht, 200, 300 Milliarden haben die auf der hohen Kante. Ja, was machen die damit? Das bringt denen ja nichts. Aber die haben eine extreme Flexibilität, die haben eine extrem hohe Liquidität, die zur Verfügung haben. Und ich sage jetzt nicht, dass man eine hohe Cashquote braucht oder sowas wie Apple das jetzt beispielsweise macht. Aber die haben halt, sollte es jetzt crashen, ja, warum sollen die nicht den halben Dow Jones aufkaufen, sag ich mal übertrieben gesagt, oder Netflix oder sowas, wenn es jetzt 90% nach unten geht, dann sind das für Apple ja, dann sind das alles Schnäppchen. Die haben halt die Möglichkeit, die können halt investieren, wenn es crasht. So, und ich glaube, ich maße mir nicht an, den Markt zu timen oder sowas, aber wenn ich einfach einen hohen Cashflow habe, dann kann ich im Crash kaufen. Und ich merke das ganz real jetzt bei mir im Alltag, sage ich mal, wenn ich jetzt 100.000 im Depot habe in thesaurierten ETFs, hat das für mich überhaupt keine, verändert das überhaupt nichts in meinen aktiven Entscheidungen. Und ich investiere relativ aktiv, auch wie ich es jetzt in meinem Umfeld mitkriege. Ich sehe so viele Dinge, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, wo man relativ schnell Geld verdienen kann. Man braucht aber auch Kapital. Wenn mein Kapital aber für 40 oder 50 Jahre gebunden ist, ja, das kann ich mir schenken. Also da kann ich die Möglichkeiten, die einem sich so ergeben, einfach nicht wahrnehmen. Also für mich ist das Investieren in ETFs zur Altersvorsorge von mir aus, ist eine super Sache und für die Mehrheit sicherlich zu empfehlen. Ich persönlich gehe inzwischen einen anderen Weg, nicht mehr den, sondern ich bin ganz stur, die Maximierung von diesen Dingen, hier sollen meine Dollars entstehen, dass die meine Einnahmen füttern, weil ich dann halt Gelegenheiten ergreifen werde und es wird sicherlich der Tag kommen, wo es, ich investiere auch relativ viel in Aktien, ohne Frage, aber wenn der Tag dann kommt und es quasi gen Süden geht und ich aber trotzdem mit relativ viel Geld weiter Monat für Monat investiere, ja, wie war das Investieren, wenn das Blut auf den Straßen fließt oder sowas, auch wenn es das eigene ist. Ja, letztendlich ist der Cashflow quasi das, was für mich entscheidend ist und das ist, glaube ich, auch, was man so in der Unternehmensbewertung durchaus oder wenn man sich Unternehmen mal anschaut, das sollte man immer berücksichtigen und das kann man, glaube ich, ganz gut auf sich selber beziehen, einfach mal selber gucken, sich selber so als Unternehmen sehen, dann wird man auch weniger emotional, habe ich das Gefühl, wir entscheiden ja immer sehr, sehr viel und sehr gern alles emotional, sondern wenn man sich sowas mal aufstellt oder mal einfach guckt, wie das selber bei einem ausschaut, in was investiert man, warum investiert man da rein und so weiter, da, also mir hilft es weiter einfach, dass ich ja vorankomme, habe ich das Gefühl. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, es wird klar, was ich sagen wollte. Ich möchte noch eine Sache anbringen, und zwar die Steuern. Oft ist ein Argument gegen die Dividendenstrategie und gegen hohe Ausschüttungen. Ja, aber du brauchst doch jetzt das Geld noch gar nicht, weil du brauchst es dann erst im hohen Alter. Sehe ich erstmal ganz und gar nicht so. Aber das ist oft das Argument, dann zahlt man ja mehr Steuern. Und da wird es jetzt noch einen zweiten Teil zu geben, weil ich glaube, das ist ein großer Irrglaube. Der aktive Investor zahlt deutlich weniger Steuern als der Arbeitnehmer, der ganz fleißig seine Steuern zahlt und dann von dem versteuerten Geld seine Investitionen tätigt. Ich glaube, dass es in Wirklichkeit nämlich andersrum ist, dass die Leute, die einen hohen Cashflow haben, aber viel investieren, quasi nichts an Steuern zahlen. So viel dazu. Das kommt dann aber noch im zweiten Video bei rum. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.